Hallo, grüße euch, Paraguay Live, am schönen Abend, hinter noch die Sonne, sieht man, hoffentlich seht ihr etwas im Hintergrund, das Haus von knappen 100 Quadratmeter. Ich wollte euch ganz kurz den Baufortschritt zeigen und wie immer herzliche Grüße, Paraguay Live, mein Name ist Pitt, bleibt dran. Acker wollte ich euch den Baufortschritt zeigen. Da sieht man das Haupthaus. So, wir haben uns jetzt auf den Zaun auch konzentriert. Da kann man auch direkt sehen, diese Mischung aus Naturstein und Maschendrahtzaun. Da kann man es etwas besser sehen. Ihr seht, also das sieht sicherlich gut aus. Ist eine Variante des Zaunes, wie man es machen kann. Und wie man sieht, je nachdem, wie das Gelände verläuft, ja, geht der Zaun natürlich auch runter mit dem Gelände. So, und hier, was ich auch gut finde, ist natürlich der Natursteinboden. Also hier als Laufwege um das Haus drumherum. Und es sind Natursteine, sind relativ preiswert und sehr beliebt in unserer Gegend von Piribebuy. Man sieht es auf jeden Fall sehr oft und sehr praktisch sind diese Natursteine. So, da seht ihr etwas noch von dem Quincho Grillbereich hier rechts, aber ich wollte euch diesen Rundweg um das Haus drumherum zeigen, beziehungsweise die Vorbereitung dafür. Zitiert, das werden 75 cm sein. Von daher denke ich mir, dass es eine gute Lösung ist, weil es einfach, wenn es regnet, man mit dem trockenen Fuß praktisch um sein Haus laufen kann. So, nochmal die Qualität des Mauerwerks. Also das kann man wirklich stolz zeigen. Es ist wirklich top gemacht worden. Ihr seht im oberen Bereich also auch die Sparren, die Steckdosen draußen für die Beleuchtung. So, und man sieht es, die Verarbeitung, die Endungen abgerundet von den Sparren. Also das sieht einfach klasse aus. So, da könnt ihr auch hier in dem weiteren Verlauf des Daches die Sparren sehen und das Mauerwerk und die Vorbereitungen für diesen Laufweg. So, gehen wir noch mal kurz rein. Da haben auch viele von euch gefragt, zeigt man auch die Innenräume. Die sind noch nicht fertig, sind grundiert, aber die Fliesen sind schon geliefert worden, auch für den Grillbereich, fürs Bad. Und da kann ich euch auch gerne zeigen, also kommt mit mir. So, also die Sparren sind dunkel gestrichelt worden. Wunsch des Eigentümers, gar kein Problem, man kann auch andere Farbe wählen, aber ich bin der Meinung, diese Art des Daches sieht auch attraktiv aus. Aber wie gesagt, das muss oder wird immer mit dem Kunden jeweils pro Haus abgesprochen. So, die Wände ganz kurz, sieht man, die sind erstmal grundiert worden. Hoppa. So, da sieht man einfach besser, weil wie gesagt, der will da irgendwie, sucht er noch mit dem Fokus. Gar keine kleine Problemchen, deshalb zeige ich euch auch die Grundierung mit dem Dach. Hier zum Vergleich erstmal unbehandelt. Das heißt also, die Sparren auch schon vorbehandelt.
aber diese Keramikpfannen sind noch unbehandelt. So, hier wiederum nochmal ganz unbehandelt, damit ihr einen kleinen Vergleich habt. So, die Wände sind aber schon grundiert. Zum Teil. So, da werde ich euch noch die Bodenfliesen zeigen. Da sind Porzellanato, also wirklich gute Qualität. Der Preis ist ungefähr so um die 15 Euro pro Quadratmeter. Das wird einfach verrechnet. Und hier die normalen Standardfliesen in Weiß, die auch vom Kunden gewünscht worden sind. Also, wie ihr sehen könnt, der Baufortschritt ist sichtbar. Also wir machen Fortschritte und wie gesagt, ungefähr dauert es gute 4 Monate. Also das Haus inklusive Umzäunung, sehr aufwendige Arbeit, Gehwege, Swimmingpool, Grillbereich und die Gehwege. Also von daher, von der Bauzeit, wie man sagt, 10 Punkte, sicherlich top. Okay, das Wetter war auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Es gibt natürlich Abschnitte, wo es mehr Regentage gibt. Da wird halt nicht gearbeitet oder logischerweise weniger gearbeitet. Aber grundsätzlich könnt ihr mit dieser Bauzeit rechnen, garantiert. Von daher gibt es wie immer 2 Möglichkeiten. Entweder Grundstück und Haus einzeln oder als ein Paket. Ihr kauft das Grundstück mit der kompletten Leistung von uns. Das heißt also Haus, eventuell Swimmingpool, Grillbereich, was hier in Paraguay sehr, sehr beliebt ist. Und natürlich mit diesen Gehwegen, die ihr hinten seht. Und die Umzäunung, wie gesagt. Es kommt darauf an, was ihr haben möchtet. Also es gibt natürlich Maschendrahtzaun oder auch weitere Mischung mit Holz, so wie Eiche, zum Beispiel Quebracho, oder auch ähnliches Holz oder auch Metallpfosten. Also da, die Wahl liegt bei euch. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch weitergebracht, um eine Entscheidung zu treffen. So, vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich aus dem immer noch sonnigen und warmen abendlichen Paraguay. Wünsche Gesundheit und Likes nach oben. Vergiss nicht, das Video zu teilen. Und wie gesagt, am Ende des Videos empfehle ich weitere Videos aus unserem Paraguay Live-Kanal. Bei sämtlichen Fragen immer unten bitte in den Kommentaren die Fragen stellen bzw. mich anrufen oder anschreiben. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao.